Ich habe schon die Walboote ausgeschwungen, als das Schiff unterzugehen drohte. Das war am Kap Horn im Sturm. So ist man also bei diesem Geschäft ein für allemal verpflichtet, sich selbst aus Leibeskräften rücklings in den Rachen des Todes hineinzupullen. Natürlich ist man das. Die Crew möchte ich sehen, die seiner Nase nach auf den Wal losgeht. Da würde er ganz hübsch tief in die Augen schauen, wenn sie das Heck voraus angepult käme. Das war nun also, was ein unparteiischer Fachmann dazu zu sagen hatte. Und ich nahm Kiekek beim Arm und sagte, komm mit nach unten. Du sollst mein Notar sein, mein Nachlassverwalter und mein Erbe. Denn mir war ein Stein vom Herzen gefallen. Von jetzt an zählte jeder Tag, den ich noch zu leben hatte, so viel wie bei Lazarus die Zeit nach der Auferstehung. Jeder Tag war ein überschüssiger Reingewinn. Ich überlebte mich sozusagen selbst. Tod und Begräbnis hatte ich immer in der Tasche. Beruhigt und zufrieden hielt ich Umschau wie ein Gespenst, das mit reinem Gewissen sicher und geborgen hinter seinem Eisengitter in der gemütlichen Familiengruft hockt. Komm, Kiekek, sagte ich also, der Teufel hole, wer nicht zu springen wagt. Und ich machte jetzt mein Testament.